jetzt. Hart aber fair. Mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen zu Hart aber fair. Vielen Dank. Schön, dass Sie da sind. Ja. Ich denke mal, jeder von Ihnen wird heute mal einen Euro in der Hand gehabt haben. Und der hat sich so hart wie immer angefühlt. Aber was die Finger melden, das will der Kopf nicht mehr so recht glauben. Portugal am Abgrund, Griechenland vielleicht schon einen Schritt weiter. Politiker und Finanzexperten, die kungeln in Geheimrunden immer neue Milliardenpakete aus. Die Bürger sollen alles abnicken und zahlen. Aber die Zweifel wachsen. Haben die Politiker die Sache noch im Griff? Und was sagt uns eigentlich die Erkenntnis, dass den weltmächtigsten Geldhüter offenbar seine Hormonkrisen mehr beschäftigen als Währungskrisen? Vertrauen, das ist das, was eine Währung stützt. Aber wer traut dem Euro noch? Unser Thema heute, immer Ärger mit Diogenes und Co., landet unser Euro in der Tonne. Das sind unsere Gäste. Rainer Brüderle, der FDP-Fraktionschef, erklärt, die Stabilität des Euro ist für Deutschland äußerst wichtig. Doch für unsere Hilfe muss es auch klare Grenzen geben. Denn Solidarität mit Europa ist keine Einbahnstraße. Hans-Werner Sinn, der Präsident des IFO-Instituts, klagt an. Es reicht. Wir müssen den Geldhahn langsam zudrehen. Denn je mehr Geld fließt, desto länger leben überschuldete Länder wie Griechenland über ihre Verhältnisse. Susanne Schmidt, die Autorin und Finanzexpertin, stellt fest, der Euro ist eine Erfolgsgeschichte. Und Deutschland hat doch ein super Wachstum. Warum tun die Deutschen dann so, als ging es ihnen so schlecht, während die Griechen angeblich den ganzen Tag in der Sonne sitzen? Walter Wüllenweber, der Sternautor, warf den Griechen vor einem Jahr vor, auf Kosten anderer zu leben und erntete dafür viel Kritik. Er sagt heute, meine Befürchtungen sind eingetreten, meine Hoffnungen leider nicht. Alexandros Stefanidis, der Redakteur des SZ-Magazins, ist griechischer Staatsbürger und sagt, in Griechenland läuft sicherlich vieles falsch. Doch wenn man aus Deutschland nur noch verhöhnt, verspottet und sogar beleidigt wird, tut das ganz schön weh. Ulrich Stockheim, der Kommunikationsberater und ehemalige Wall Street-Korrespondent, warnt, wenn Europas Politiker weiter verschleiern und vertuschen, bricht die Währungsunion früher oder später auseinander. Ja, ich möchte mal mit einer Zuschauermail anfangen. Jörg, 51 ist der alt, schreibt, meine Meinung, ein Fass ohne Boden, verbrennen wir das Geld doch gleich. Das klingt so ein bisschen nach einer Stammtischweisheit. Was sagt die Weisheit des Professors? Ist Griechenland ein Fass ohne Boden, Herr Sinn? Ja, ich befürchte, der hat recht. Denn ich habe das auch mal anders gesehen. Ich kann mich noch genau erinnern, als der Euro eingeführt wurde, als man darüber sprach, das ist ja nun schon 20 Jahre her, beim Maastrichter Vertrag, da habe ich dann gesagt, naja, das ist also die Herstellung von vergleichbaren Preisen, Senkung der Transaktionskosten und so weiter. Viele Vorteile, die sind objektiv auch da. Aber der Stammtisch hat gesagt, das geht an unser Geld. Da habe ich gesagt, nein, kann eigentlich nicht sein, haben wir Vorkehrungen. Jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, es geht an unser Geld. Es ist tatsächlich so, dass also hier Summen auf dem Spiel stehen, von denen wir nicht ausgehen können, dass wir die jemals zurückkriegen, dass das Vermögenstransfers an andere Länder werden. Ich fasse mal zusammen, Stammtisch schlägt Professor, man kann demnächst in der Kneipe studieren. Ja, wenn man so will, ja. Das Bauchgefühl war nicht so falsch. Herr Brüderle, die Deutschen übrigens willkommen zum ersten Mal als Fraktionsvorsitzender hier, vorige Woche noch Wirtschaftsminister, deswegen auch voll im Thema. Als Fraktionsvorsitzender haben Sie da auch anhängevoll zu tun, die Meute beisammen zu halten. Die Deutschen haben bis jetzt 8,4 Milliarden Euro an Krediten an die Griechen überwiesen. Das sind ungefähr, so Pi mal Daumen, 100 Euro für jeden Deutschen. Glauben Sie, dass jeder seine 100 Euro wieder sieht? Naja, so schlicht ist es nicht. Wir müssen insgesamt den Umbau in Europa vorantreiben. Wir haben ja von Anfang an eine Schieflage, eine Währungs- und Wirtschaftsunion, keine politische Union. Und die Mechanismen, die zur Absicherung des Euros gedacht waren, Stabilitäts- und Wachstumspakt, wurden als erste von den Deutschen und Franzosen gerissen. Und jetzt müssen wir das adjustieren, damit es funktioniert. Man muss auch die Ausgangslage sehen.
2/3 des weltweiten Wirtschaftswachstums ist in Schwellenländern. China, Indien, Brasilien, Russland und anderen Ländern. Europa muss wettbewerbsfähiger werden. Und wenn es gelingt, dass man in Griechenland und anderen Ländern einen Aufholprozess echt umsetzen kann. Und fairerweise muss man auch sagen, die Griechen machen zum Teil auch erhebliche Eingriffe. Also wenn in Deutschland die Gehälter im öffentlichen Dienst um 10% gekürzt werden, das würde ich auch mal gerne erleben. Das wird ja auch nicht so einfach sein. Es gibt Unruhe und Streiks in Griechenland. Aber der Kurs muss fortgefahren werden. Griechenland muss wettbewerbsfähiger werden. Und dazu muss man Solidarität temporär helfen. Aber Solidarität ist keine Einbahnstraße. Die Griechen müssen nachhaltig ihre Dinge verändern. Viele zahlen keine Steuer. Vieles ist nicht im Grundbuch drin. Vieles ist nicht in Ordnung. Griechenland muss sich ändern. Ich habe jetzt Ihnen aufmerksam zugehört. Aber wo war jetzt die Antwort auf meine Frage versteckt? In Ihren Äußerungen, ob wir die 100 Euro, die umgerechnet jeder von uns gezahlt hat, schon mal an Krediten, ob wir die wiedersehen. Wenn Griechenland erfolgreich diesen Kurs durchhält, können Sie auch zurückzahlen. Optimismus klingt anders. Herr Willenweber, vor einem Jahr haben Sie im Stern einen offenen Brief an die Griechen geschrieben. Ich zitiere da auch mal draus. Über Jahrzehnte mehr Geld ausgeben, als man sich erarbeitet. Wie selbstverständlich auf Kosten von anderen leben. Laufend betrügen und tricksen, das kann nicht ewig gut gehen. Irgendwann bricht das Kartenhaus zusammen. Irgendwann ist jetzt. Streng genommen seid ihr Griechen pleite. Würden Sie das nochmal so schreiben? Das würde ich genauso nochmal so schreiben. Und vor einem Jahr war das so, dass Herr Brüderle vielleicht exakt die gleiche Antwort gegeben hätte. Vielleicht hätte er einen Zungenschlag, das hoffnungsvoller gesagt. Aber vor einem Jahr wurde uns gesagt, nein, wir leihen das, es gibt keinen Transfer. Wir leihen ja nur, wir machen jetzt einen Rettungsschirm, macht euch keine Sorgen. Dieses Geld ist ja nur eine Bürgschaft, die wird gar nicht gezogen. Und kaum ein Bürger hat es geglaubt. Ich habe es auch nicht geglaubt. Wir sehen jetzt, das stimmte nicht. Das Geld wird jetzt doch überwiesen. Die Griechen brauchen es tatsächlich. Und ich habe damals den Beteuerungen der Politiker nicht geglaubt. Ich glaube ihnen jetzt noch weniger. Ich bin ganz überzeugt davon, dass von den 100 Euro wir einen großen Teil nicht wieder zurückbekommen. Ich bin auch überzeugt davon, dass es nicht bei den 100 Euro bleiben wird. Ich bin kein Wirtschaftsexperte, aber insofern maße ich mir nicht an, wirklich mit großem Sachverstand das beurteilen zu können. Ich habe aber den Eindruck, dass mein Vorteil gegenüber vielen Politikern ist, ich weiß, dass ich das nicht erkennen kann. Die Politiker können es auch nicht erkennen. Die haben auch nicht größere Weisheit. Sie glauben nur oder sie behaupten nur, sie hätten eine größere Weisheit. Frau Schmidt hat Sie gerade kritisch angeguckt. Frau Schmidt, die europäischen Finanzminister, die haben die Griechen vorgestern aufgefordert, noch härter zu sparen und sich noch mehr anzustrengen. Da ist ja schon einiges passiert. Aber insgesamt haben wir doch den Eindruck, dass die Wahrheit wieder nur scheibchenweise auf den Tisch kommt. Ist immer so blöd, über die Politiker zu reden. Aber das, was die verantwortlichen Finanzminister dort tun, diese Salamitaktik, kann man daraus schließen, dass sie zu feige sind, aus Angst vor den Märkten die ganze Wahrheit auf den Tisch zu bringen? Da ist vielleicht was Wahres dran. Die Situation ist verfahren. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber anstatt darüber zu reden, ob wir unsere verbürchten 100 Euro wiederbekommen, denke ich, müssen wir in Alternativen denken. Was passiert denn? Was sind denn zum Beispiel die Opportunitätskosten, wenn wir den Leuten nicht die 100 Euro verbürgen? Sagen Sie mir ganz schnell, was Opportunitätskosten sind. Da weiß ich, der entgangene Gewinn oder die was sonst. Und darüber müssen wir uns eben auch Gedanken machen. Was passiert, wenn zum Beispiel Griechenland aus der Eurozone ausscheidet und da so ein Dominoeffekt stattfindet? Was passiert zum Beispiel mit den Abschreibungen bei unseren Banken? Was passiert dann mit einmal, dass nämlich die Steuerzahler nicht mehr Griechenland verbürgen, sondern mit einmal die deutschen Banken noch mehr verbürgen und noch mehr Geld reinbringen? Genauso politisch. Wo ist eigentlich noch der europapolitische Gedanke? Der scheint mir völlig unter den Tisch gefallen zu sein. Was passiert, wenn wir verschiedene Wege gehen? Das werden wir in dieser Sendung behandeln. Und was ist aus der Idee geworden, der friedensstiftenden Europa-Idee? Werden wir auch drüber reden. Aber wir reden jetzt schon ziemlich lange über Griechenland. Und hier sitzt ein Grieche in dieser Runde. Herr Stefanidis, Sie sind griechischer Staatsbürger, arbeiten aber in München und zahlen in Deutschland Steuern. Zahlen Sie auch gerne für die griechischen Verwandten? Ja, natürlich. Das war schon die Antwort. Ja, natürlich.
Obwohl Sie wissen, wie damit Geld umgegangen wird? Richtig. Ich habe Ihren Artikel gelesen, zitieren wir gleich nochmal drauf. Ja, wollen Sie das zuerst machen? Nee, oder? Machen Sie mal. Also fest steht tatsächlich, dass in Griechenland wahnsinnig viel falsch läuft. Die letzten Jahrzehnte, muss man sagen, hat das politische System dort schlicht versagt. Und zwar auf vielen Gebieten. Nicht nur in der Finanzpolitik. Aber was seit Februar 2010 in den deutschen Medien berichtet wird, auch die Kampagne, die gegen Griechenland gefahren wurde, ich halte es auch heute weder für guten noch für schlechten Journalismus, sondern für reine Demagogie. Das gucken wir uns noch mal genauer an. Sie bleiben dabei, Sie zahlen gerne und halten auch Ihr deutsches Steuergeld für sinnvoll angelegt. Es wird immer gesagt, dass der deutsche Steuerzahler bezahlt. Aber eigentlich sind es ja die Steuerzahler in Deutschland. Man darf ja nicht vergessen, dass hier auch 6,7 Millionen Richtig. Ausländer leben, von denen mehr als die Hälfte erwerbstätig ist. Und die zahlen ja auch Steuern. Also ist es nicht der deutsche Steuerzahler, wenn man korrekt sein will, ist es der Steuerzahler in Deutschland. Sie sind Mann der Sprache, haben recht, klar. Herr Stockheim, Sie können zahlen als Wirtschaftsfachmann und können schreiben als Wirtschaftsjournalist. Seit einem Jahr leihen sich die Griechen kein Geld mehr auf dem freien Markt, sondern finanzieren ihre Schulden vor allen Dingen über die EU. Warum, das ist ja eigentlich ein toller Zustand, warum geht es ihnen dann nicht entschieden besser? Ja, ich glaube, denen geht es nicht besser, weil ihnen von denjenigen, die das Geld gegeben haben, nämlich die Europäische Staatengemeinschaft, die falschen Auflagen gemacht worden sind. Wir erinnern uns, wir reden heute über viele Wege, mögliche Wege der Lösung des Problems. Vor einem Jahr war alles alternativlos. Es gab nur diese eine Möglichkeit, in der öffentlichen Debatte 110 Milliarden zu geben. Die Kanzlerin hat das gesagt. Es ist zum Glück Unwort des Jahres geworden, weil es gibt immer Alternativen. Und dieses Beharren auf dieser einen Alternative hat uns jetzt 110 Milliarden gekostet. Vielleicht nicht effektiv an Kapital geflossen, aber es hat uns zumindest an Bürgschaften und an Mitteln das Geld gekostet. Und jetzt, nach über einem Jahr, kommt man langsam zu der Erkenntnis, dass es andere Wege gibt. Und ich glaube, dass es deshalb den Griechen nicht besser geht, weil damals sozusagen aus dem Blickwinkel derer, die sich über die Griechen empört haben, die Griechen gezwungen wurden, jetzt doch mal das zu tun, worüber man sich immer empört hat, nämlich endlich mal Quittungen auszustellen beim Taxifahren und dafür zu sorgen, dass die Rentner auch wirklich Rentner sind und nicht tote Rentner noch Renten kassieren, was ja in Griechenland auch passiert. Und dann wurden Sparmaßnahmen beschlossen, die das Land niedergeknüppelt haben. Griechenland ist in der tiefsten Rezession aller Zeiten. Die Arbeitslosigkeit steigt, die Geschäfte stehen leer in Athen. Und wie soll man da einem Staat wieder auf die Beine helfen? Also man hat einfach aus Gründen auch des Populismus Griechenland in die Knie gezwungen, sozusagen als Dankbarkeit dafür, dass der Rettungsring hingeworfen wird. Und jetzt muss man die Suppe auslöffeln. Das ist eigentlich fatal. Ich wollte mal was zu dem Vorwurf Ich wollte was zu dem Vorwurf des Populismus sagen. Wir sind in der Europäischen Union und da sind wir eine Gemeinschaft. Und wenn wir Probleme miteinander haben, dann müssen wir miteinander reden. Bisher ist das so, die EU macht ja auf uns alle den Eindruck, als ob das eine Veranstaltung von Regierungschefs und vielleicht auch noch von Politikern, die in der Heimat aussortiert worden sind, ist. Tatsächlich ist aber die EU eine Veranstaltung von uns Bürgern. Und wenn wir Probleme miteinander haben, müssen wir die Probleme auch mal benennen und da müssen wir auch darüber reden. Das war für mich der Impuls, warum ich einen Brief an die Griechen geschrieben habe, weil ich, der Bürger von Deutschland, gerne eine Diskussion mit den Bürgern in Griechenland haben wollte. Und das halte ich für ganz wichtig und das halte ich nicht für populistisch. Ich halte es auch für wichtig, dass wir dann einen Streit haben, wir Deutschen oder Teile der Deutschen mit Teilen von den Griechen, weil immerhin geht es darum, Sie haben es richtig gesagt, sind wir einer Meinung, dass es über einen sehr langen Zeitraum die griechische Politik in vielen Punkten versagt hat. Und wir müssen jetzt für die Schulden gerade stehen. Ich finde, das ist schon ein Anlass, wo man auch sich mal richtig streiten kann. Auch auf der Ebene der Bürger und dass wir eine europäische Öffentlichkeit haben, um das auszutragen. Das sollte man schon mal sachlich darüber diskutieren, Herr Wüllenweber. Aber ich glaube, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch zitiere, aber Sie schreiben in Ihrem Brief, Ihr Griechen scheint nur bereit zu arbeiten, wenn ihr Schmiergeld dafür bekommt. Auf dieser Grundlage fällt es natürlich schwer, dann eine sachliche Diskussion zu führen. Also mein Brief, das gebe ich gerne zu, das war eine Provokation. Das war auch als Provokation gemeint. Einen relativ großen Anstoß von diesem Brief, das wird Sie nicht wundern, hatte ich wo? Bei Ihrem Artikel.